Hallo ihr Lieben, Sommer, Sonne. Ich möchte euch heute so ein paar Lieblingsstücke zeigen, die ich im Sommer sehr mag. Angefangen mit einer Tasche. Das ist so eine, man kann sie in der City nehmen, man kann sie am Strand nehmen. Das ist so eine Korbtasche mit so ein paar Stickereien. Die gibt es ja nun überall, werden die angeboten in allen möglichen Geschäften. Also die Sachen, die ich hier zeige, die sind alle nicht neu. Die sind, also ich kann die auch nicht verlinken, ja. Einfach so mal so ein paar Summer Basics, also so eine Tasche, finde ich einfach klasse. So zum Einkaufen oder auch wenn man, wie gesagt, im Urlaub unterwegs ist und nicht immer so eine Ledertasche mitnehmen möchte, finde ich die sehr, sehr hübsch. Dann absolut, brauchen wir irgendwie alle, also Frauen, die da drin laufen können, Flipflops. Ich habe hier von Ilse Jacobson habe ich diese Flipflops. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe die in so einem Goldton und in Silber. Die habe ich jetzt auch schon 3 Jahre. Ich kann sehr gut daran laufen. Ich mag die sehr, sehr gerne. Und Flipflops sehen immer toll aus. Zu einem langen Rock oder zu einer Jeans oder zu einer kurzen Hose. Egal. Dann ein paar schöne Bikinis. Ich habe hier so ein paar noch von diesen, allerdings alle von Victoria's Secret. Die haben dies ja nicht so tolle. Also irgendwie verändern sich die Höschen, die werden jetzt wieder höher. Aber ich fand den damals sehr schön. Es ist, man kann bei Victoria's Secret sehr schön mixen. Also ein anderes Oberteil zu einer anderen Hose. Das sind so Regenbogenfarben und dazu habe ich dann so mit Pailletten so ein besetztes Oberteil. Das sieht total klasse aus, wenn es in der Sonne so glitzert und funkelt. Ich würde jetzt nicht unbedingt damit ins Wasser gehen. Und nochmal in Fliederfarben. Das ist Mermaid, nennt sich dieses Modell, das ist vom letzten Jahr. Auch sehr süß, auch das Höschen. Aber vielleicht komme ich ja wieder zu diesen hohen Hosen. Also diese, ne, hatten wir ja auch mal in den 90ern diese, und 80ern diese hohen Hosen. So, also diese Bikinis. Ich mag übrigens auch dieses Tuch hier, das kennt ihr ja. Das habe ich ja erst gekauft bei DM. Ist schön, kann man sich die Haare so ein bisschen mit zurück machen. Man kann es auf verschiedene Art und Weise tragen. Oder aber eben auch einen Sonnenhut. Der hat hier so einen, auch so einen türkisfarbenen Stein. Mag ich sehr gerne. Oder hier so ein Klassiker, sowas wie so ein Panama-Hut. Die sind auch ganz klasse, um uns vor der Sonne ein wenig zu schützen. Und es sieht auch stylisch aus. Zu diesen Naturfarben passt natürlich klasse Holzschmuck. Ich trage im Sommer sehr gerne Holzarmreifen oder auch so ein Perlmuttarmreifen. Die sind jetzt aus Afrika und den weiß ich nicht, der hat meine Mama mir geschenkt. Oder eben auch solche Buddha-Ketten, so Holzketten, ganz einfache, schönen Armschmuck. Das habe ich damals alles, als ich meinen Online-Shop hatte, habe ich die selber designt. Das ist mit, ist nicht Elfenbein, das ist so ein Knochen und das sind Trade Beads, so Südafrika, also afrikanische Handelsperlen von damals, alte venezianische Millefiori sind das. Habe ich damals so ein Armband designt, das mag ich unglaublich gerne, dieses Armband. Was ich auch klasse finde im Sommer sind Fußkettchen. Die sind allerdings neu. Also die könnt ihr noch erstehen. Die habe ich gekauft bei Bijou Brigitte oder Brigitte Bijou. So ein Fußkettchen mit so kleinen Perlen. Sieht ganz toll aus am Fuß. Oder dieses kleine goldene hier. Das ist auch sehr hübsch. Die müsste es noch zu kaufen geben. Die sind nicht teuer. Die kosten so, weiß ich nicht, 5, 6 Euro. Ganz süß. Dann hatte ich mir noch 3 Paar Ohrringe gekauft für den Sommer. Auch bei BB. Das sind solche großen Kreolen. Die gibt es in verschiedenen Größen, verschiedenen Stärken. Finde ich, sieht klasse aus. Holzohrringe sind auch schön. Solche Holzohrringe. Alles unter 10 Euro. Sind ganz leicht. Oder aber auch Perlmutt. Solche Perlmuttscheiben sind auch sehr schön. Die müsste es noch zu kaufen geben bei Bijou Brigitte. Ja, Sommer. Sommer, Sonne, Sonnenschein, Urlaub.
Ist gar nicht so einfach, ne? Die Kofferfrage, was nehme ich mit? Das ist immer das große Problem, besonders wenn man in Deutschland unterwegs ist. Man weiß ja nie so genau, wie das Wetter wird, ne? Man muss eigentlich alles mitnehmen. Für Regenwetter, für Wind, für Kälte, für gemischt, für absolute Hitze. Also, das ist immer schwierig in Deutschland, seine Koffer zu packen, finde ich jedenfalls. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ist ja egal, kann man alles vollstopfen. Aber was sollte nicht fehlen? Also eine Regenjacke auf jeden Fall, ein Regenschirm, vielleicht sogar Gummistiefel. Es macht auch Spaß, mit Gummistiefeln am Meer entlang zu laufen. Ach so, was ich ganz vergessen hatte, sehe ich hier gerade: Türkisschmuck. Türkisschmuck ist auch wunderschön auf brauner Haut. Finde ich, das steht jeder Frau. Also türkisfarbener Schmuck oder eben echte Türkise ist einfach ein absoluter Hingucker und sieht sehr sommerlich, schick, trendy aus. Was nehmen wir noch mit? Einen dicken Pullover oder eine dicke Strickjacke auf jeden Fall. Kleidchen, klar, Badesachen, Flipflops, vielleicht ein paar Sneakers, um bequem laufen zu können. Es kommt genug darauf an, ob man jetzt Campingurlaub macht oder in einem Hotel unterwegs ist oder sich eingebucht hat. Dann muss man sich ja meistens abends dann schicker anziehen, also so, ne? Abendgarderobe. Also eigentlich ist es ja schon ein Wahnsinn, ne, was wir alles so mitnehmen. Und wenn man dann noch Kinder hat, dann wird es ja, also das ist ja total verrückt, ne, was man an Sachen zusammenpacken muss und noch die persönlichen Bedürfnisse wie Schminke, Bücher, Kosmetik für Mann, Frau und Maus. Also ist allerhand. Und meistens packen ja die Frauen die Koffer, ne? Es gibt sicherlich auch Männer, die Koffer packen. Aber ich glaube, die Frauen, die schauen dann immer noch mal so drüber, ob auch wirklich alles dabei ist. Tja, also Sommer-Must-Haves, meine Sommer-Must-Haves. Also ich liebe Tunikas anzuziehen, Tuniken anzuziehen. Auch über einer kurzen Hose, weil ich nicht mehr so gerne in kurzen Hosen außer am Strand rumlaufe. Also in der Stadt finde ich es ein bisschen albern, wenn ich alte Kuh mit einer kurzen Hose rumlaufen würde. Auch keine Mini-Röckchen. Am Strand finde ich das alles okay. Mini und kurze Hosen, da ist alles erlaubt. Aber so in der Stadt, wenn man nicht mehr so taufrisch ist, finde ich, sollte man so ein bisschen darauf achten, wie man sich kleidet. Lange Röcke, lange Kleider sind immer toll. Die sind auch bei der Hitzeklasse. Ich finde, ich liebe auch, wenn es richtig heiß ist, gerne so lockere Hosen oder lange Röcke oder lange Kleider, weil in so einem Minirock in der Hitze rumzurennen, wenn man jetzt in irgendeiner Stadt unterwegs ist, in Palma zum Beispiel oder so, ja, dann klebt alles. Also ich finde das nicht so toll. Ich mag eher also lange, luftige Sachen. Und ich habe mir eigentlich für diesen Sommer gar nichts weiter gekauft, muss ich sagen. Es gibt ja unfassbar viel. Doch, ich hatte mir bei Zara, das gibt es aber auch nicht mehr, so ein Kimono gekauft. Der ist eigentlich ganz süß, so ein bunter. Bei Kimonos ist ja so angelehnt ein bisschen an Schlafanzugmode. Gibt es ja auch in allen Längen, also kurz, mittel, ganz lang. Mit Knöpfen oder im Bademantelstil. Ist salonfähig geworden. Ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Mit solchen Sachen. Ne? Irgendein Model bestimmt. Ne? Ich glaube Heidi Klum. Nee, Quatsch. Ich weiß es nicht. Aber die Mode verändert sich ja mindestens zweimal im Jahr. Also Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Und wir wollen uns zwar im Minimalismus üben, aber es ist ja auch schön, wenn man sich ab und zu mal so ein neues Teil kauft. Ich finde es immer klasse, wenn man sich gute Basics anschafft, von denen man was hat und dann so ein paar Gimmicks dazu, die jetzt nicht allzu teuer sind, ja. Von diesem vielen Klamottenkauf bin ich weg, das hat man früher gemacht, also ich kaufe nicht mehr viele Sachen. Ausgewählte Stücke, also jetzt Anziehsachen, ja, weil ich festgestellt habe, es gibt zwar sehr viel preiswerte Mode, aber letztendlich halten die eine Saison, ne, und dann kannst du die in die Tonne treten. Weil die sich auflösen oder verfärbt sind oder einfach die Qualität nicht gut ist. Und da gibt es ja nur eine Menge. Ne? Man wird so verführt, wenn man in so Geschäfte wie Zara oder Mango oder H&M geht. Das ist alles immer sehr trendy, sehr, sehr, sehr modisch. Die halten sich natürlich an die großen Modemacher und produzieren gleich nach. Also kaum auf dem Laufsteg gesehen, schon wird das nachproduziert, gefaked. Und da ist die Auswahl natürlich klasse. Aber man muss da ein bisschen aufpassen. Was man sich kauft, wo das produziert wurde, ist auch nicht ganz unwichtig. Und ich empfehle immer, die Sachen vorher zu waschen. Man weiß nie, also man kann sich es vorstellen,
wer das alles in den Händen hatte, wo die überall rumgeflogen sind, in welchen Fabrikhallen und verpackt und wieder ausgepackt, durch wie viele Hände das gegangen ist, dass man Anziehsachen vorher mal kurz durchspült. Aber ich glaube, das macht ihr ja alle. Obwohl, ich habe auch schon Leute gehört, die das nicht machen. Die ziehen das einfach an. Gut, wenn man jetzt mal unterwegs ist und sagt, es ist kalt, ich kaufe mal schnell eine Strickjacke, dann wirft man sich die über. Aber grundsätzlich sollte man neu erstandene Sachen kurz durchs Wasser ziehen oder in so einen Kurzwaschgang schmeißen. Ja, ich werde dann auch irgendwann Ende Juli nochmal ein extra Video machen und euch Bescheid geben, dass ich etwas pausieren werde. Man muss ja auch mal so einen Sommerurlaub machen. Ich habe zwar nicht jetzt so einen Urlaub im klassischen Sinne, der wird so ein bisschen gestückelt werden in Deutschland, weil ich mich auch um meine Eltern kümmern werde und wir auch an die Ostsee fahren. Und das ist ein bisschen, ist nicht so ein Urlaub, wie man sich Urlaub eigentlich vorstellt, weil ich habe da auch Aufgaben, die ich gerne übernehme, also bezüglich Pflege. Ja, aber ich werde mich auf jeden Fall vorher nochmal richtig dann verabschieden und melde mich vielleicht auch zwischendurch mal mit einem Vlog oder so. Einfach so ein Vlog, ich bin jetzt hier und hier und guck mal, das Wetter ist so und so und ich mache das und das und ich esse jetzt hier was. Ja, ihr Süßen, ich hatte irgendwie Lust, euch einfach mal so ein paar kleine Sommerbasics zu zeigen, die ich sehr mag. Also von Korbtaschen, Flipflops, Hüte, schöne Tücher, Schmuck. Man muss jetzt nicht im Sommer unbedingt den großen Silber-Gold-Fettschmuck tragen. Einfach so bunten, schönen Schmuck aus guten Materialien. Man kann sich auch einiges selber machen an Schmuck, ne? Es gibt ja auch solche Perlengeschäfte, wo man sich schöne Perlen kaufen kann. Da kann man sich dann selber schöne Armbänder designen und hat natürlich dann ein Unikat. Das hat man nur selbst, ne? So, ihr Süßen, bis bald. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid gut zu euch. Ciao.